Wo waren jetzt der Stream? Hä? Ah, jetzt hier. Ha. Guten Morgen, liebe Rando-Fanatiker. Hier. Speed Gaming Deutsch, unserem allwöchentlichen, abendlichen Weekly. Heute mit am Mikrofon der kleine Deadwave oder so ähnlich. Naja, kommt schon hin. Einen guten Abend. Und natürlich hier an den Drücker, unser werter Nervendolch. Auch er könnte langsam unseren werten Daruk langsam Konkurrenz machen. Heute gespielt wird Casual Boots. Das heißt so viel wie, die Runner fangen mit Boots und Schwert an und müssen erstmal Zelda retten. Und dann steht die Welt offen. Heute zu sehen Tandalus gegen Makam in diesem Fall. Das könnte durchaus auch ein interessantes Spiel werden. Warten wir es mal ab. Ja. Und da geht's auch schon los. Und wir fangen mit einem Pilz an in der ersten Kiste. Ja, schön. Mancher Drogi wird sich freuen, aber das könnte natürlich auch immer sein. Früher Pilz bedeutet auch, da könnte tatsächlich was Wichtiges an Item-mäßig drauf liegen. Ja, und sicherlich früher geht die der Runner Pilz definitiv nicht. Ja, schwierig tatsächlich. Ja. Wir werden hier tatsächlich hier nicht viel Unterschied sehen. Da haben wir schon mal Bomben auf Onkel. Und so wie ich das gesehen habe, war das ein Green Pendant auf Eastern und bei Blue Crystals. Genau. Also ich bin so ein bisschen in einem gewissen Alter, da funktioniert das Gehirn nicht mehr so gut. Ach, das Gehirn oder die Augen? Ja, sowohl als auch. Das ist ab einem gewissen Alter ist halt vorbei. Ja. Und wie gesagt, wir sehen jetzt von beiden eigentlich das Gleiche. Beide werden jetzt relativ zügig versuchen, Zelda aus ihrer Zelle zu befreien und zu diesem komischen Priester zurückzubringen. Bomben müssen sie dann farmen. Sie haben Boots, können also Back of Escape quasi aufbonken und haben immer noch genug Bomben für Kakariko übrig. Und ich bezweifle, dass sie nicht auch irgendwo noch 50 Rupees finden. Wie jetzt zum Beispiel in dieser Kiste. Um sich dann später auch noch Bomben kaufen zu können. Muss halt der Bottle Van da mit seinem Mysteriumskiste, was er da drin versteckt, noch ein bisschen warten. Wenn es nicht zu mehr Bomben oder mehr Geld führt. Ja, wir haben ja definitiv noch die eine oder andere Kiste, die wir auch so schon erreichen. Meistens ist da genug Geld drin. Ja, das denke ich auch. Heute im gesamten Weekly sind 9 Runner dabei. Einige erfahrene, einige noch relativ frisch dabei. Also das verspricht auf jeden Fall spaßig zu werden. Zumindest mal für die, wo hier dieses Race begehen. Ja, das ist ja auch das Schöne an dem Weekly. Da kann jeder mitmachen, wer mitmachen möchte. Egal was für ein Skill-Level. Und man kann sich mal gegenseitig vergleichen, wie gut oder wie schlecht man gegensatz zu den anderen abgleicht. Wie haben die geroutet? Kann ich mir die eine oder andere Sache abgucken? Ja, das ist das Gute. Man kann quasi sich auch mit anderen vergleichen. Wie war das Routing von denen? Warum haben sie welche Route eingeschlagen? Was bringt das? Bis jetzt ist das halt schon etwas strange. And hello and welcome from Speed Gaming here to our German weekly race. Tandalus against Makam here at the start. The runner plays casual boots, just a fun race. And in this case, have fun to watch. Oh, jetzt mit Zelda in Schlepptau können wir die Escape-Sequenz starten, wo wir noch 4 Kisten haben. Ich glaube, die Map haben wir bisher auch noch nicht gesehen, ne? Doch, die war in der Boomerang-Chest, war die drin. Ach doch. Tatsächlich. Ja, also die restlichen Kisten haben alle Items. Das ist ja auch nett. Wenn ich das so richtig sehe. Mein Zelda hat ja auch ihre Lampe mal wieder dabei. Dass die Dark Rose in dem Fall ziemlich schön erleuchtet ist. Das Schöne ist, die lässt sie auch hängen. Dann, also von daher ist das halt schon
durchaus praktisch, auch wenn die Runner da nochmal rein müssen, wenn sie nach wie vor die Räume erhellt haben. Aber in diesem Fall. Genau, heute müssen wir dann nicht nochmal rein. Nein, ist bezweiflich. Es sei denn, irgendein Runner fühlt sich so erhellt, dass er das durchaus nochmal machen kann und trotzdem der Meinung ist, dass er gewinnt. Aber ja, bis auf den Pilz war jetzt aber auch tatsächlich nichts wirklich Spannendes mit dabei. Na, eigentlich die spannenden Kisten kommen ja jetzt noch, die drei. Mal schauen, was da drin ist. Und wo es dann unsere Runner hin verschlagen? Natürlich erstmal in Kakariko Village. Aber was dann? Ja, noch Bomben, unser zweites Schwert und ein bisschen Leben. Ja, Schwert ist immer ganz gut. Gegenüber dem ersten ist das schon eine Verbesserung. Definitiv. Die man doch ganz gerne mitnimmt. Bin mir nur gespannt, wann sie den Pilz abgeben. Man muss nur aufpassen, wenn man jetzt auch noch recht früh die Lampe bekommt. Nicht, dass man auf einmal AG1 machen müssen. Oh, das wäre immer was. Ein schön ungeplantes Oldanischen Agapet zieht und dann läuft die Sache. So, ja. Über zu wenig Bomben können sie sich jetzt tatsächlich nicht mehr beklagen. Ne. Also jetzt 9 Bomben zu haben, ist schon fast Luxus. Dafür leider sonst nichts vom Brauchbaren. Na gut. Mal schauen, was da noch draus wird. Ja, genau. Mein Bonkrox, ja. Mal schauen, ob da auch dann an unsere Agaletsch da gedacht wird. Weil die kann auch relativ frühzeitig in Logik sein. Muss ich jetzt nochmal Map-Check. Quasi mal eine Bestätigung. Eastern Queen Pendant. Schön Vanilla. Läuft. Ja, wenigstens muss man noch nicht weit laufen, bis man den abgeben muss. Ja, man kann es gleich instant mit hinterher nehmen. Ja. Und, ja, Tantalus und Markham denken dran. Die Ledge da mitzunehmen. Ah, hier wird dann noch ein bisschen Rubis gefarmt. Gut, der Bottlewender. Zumindest genug für den Bottlewender. Richtig, genau. Und Herz. Oder Herzteil. Herzteil war das. Ja, so ein Herzteil will eigentlich auch keiner so wirklich dafür oder machen wollen. Müssen nee. Können dürfen. Aber was nicht ist, kann noch werden für unser Dark World Access. Ja, das stimmt allerdings. Aber jetzt haben wir, es werden die Runner als allererstes mal Kakariko klären. Ich meine, das sind ein Haufen Items, ich glaube 13, 14 Stück. Plus Race Game, plus Library, also da ist schon Potenzial drin, um nicht nur Dark World Access zu bekommen, sondern auch in Go-Mode zu kommen. Ja, und wenn das auch noch nicht ausreicht, haben wir immer noch die South Shore. Da sind ja auch noch ein paar Kisten. Ja, dezent. Und je nachdem, wie viel Geld noch unterwegs auf dem Weg liegt, kann man da auch tatsächlich vielleicht auch schon Zora mitnehmen. Ja, also wäre auf jeden Fall interessant, sobald wir die Mondperle finden. Dann können wir die Waterfall mitnehmen. Man macht einfach einen Waterwalk. Ja, stimmt. Oder auch so eine Möglichkeit. Muss man ja so nicht wegflippern. Richtig, genau. Ach so, ungefähr zu früh die Boots zu haben. Ja, Casual Boots halt, ne? Der Vorteil ist, man kann sogar beides verbinden. Da gibt es nämlich einen ganz netten Trick, indem man Fake flippert und Waterwalk macht. Und trotzdem alles plus Hobo, plus Zora, plus Waterfall Fairy und alles mitnimmt. Also es funktioniert. Die Flöte. Das findet man doch gerne im Kakariko. Ja, besonders Blinds hat gleich am Anfang. Das ist. Ja. Das ist ja richtig geschenkt. Jetsy, den Coming. Und ansonsten nur das Ether-Medaillon. Ja, wer will das schon? Ja, wer weiß? Nein. Mein Rock kann immer noch betönigt werden. Es sind einfach beide Pendants. Ist egal.
Achso, na dann, ja, gut. Ich sag's jetzt einfach, ich hab's jetzt einfach so entschieden, fertig aus. Wo kommt man denn da hin? Ich meine, die Flöte macht halt jetzt auch noch den Berg so ein bisschen weiter auf, auch wenn man da nicht unbedingt wirklich hin will. Aber ein ganz großer Vorteil bietet die Flöte halt noch. Man kann halt den Pilz noch einen dicken schneller abgeben. Ja, auch du kannst zur Ice Rock Cave relativ einfach, du kannst Sarashla machen, ohne wirklich viel Zeit zu verlieren. Besonders auch mit den Boots zusammen. So früh zu haben ist schon echt nett. Makam hat anscheinend vergessen, die Flöte zu aktivieren. Ja, den Gedanken hatte ich auch gerade gehabt. Der will den Vogel wahrscheinlich noch nicht befreien. War wahrscheinlich irgendwie frech gewesen oder so. Ah, jetzt ist ihm eingefallen. Ja, gut, besser als wenn es dir dann auffällt, wenn du, was weiß ich, vor links Haus stehst, willst flöten, stellst dann fest, doch leider vergessen. Ja. Das ist natürlich ärgerlich. Und da auch gleich eine Flasche. Das ist natürlich auch von der Position her eigentlich fast perfekt. Kann man eigentlich auch Classic Kit mitnehmen. Ja, es gibt keinen Grund mehr, hier jetzt wieder zurückzukommen. Erst später, wenn wir in die Dark World wollen. Der Flöte ist sowieso relativ. Da haben wir auch schon unser zweites Medaillon. Gibt schon ordentlich was her, muss man schon sagen. Gut, dann brauchen wir definitiv für Maya und Turtle Rock wahrscheinlich genau das, was wir nicht haben. Ja, richtig, genau. Sonst wäre es ja langweilig. Und das liegt auf Pet. Sehr gut. Ganz einfach. Oder das Buch auf dem Pet und dann das Medaillon mit Vanilla. Das ist natürlich fies. Man kann das Ganze natürlich auch ein bisschen gemeiner gestalten. Man hatte schon echt fiese Seeds gehabt. Ja. Kann aber auch nicht fies sein, einfach ganz normal. Dass man eine Fußmatte findet oder halt nicht benötigt. Oh, ein Mail-Upgrade. Antalos wird sich's holen. Was wir sehen, ob Markham es holt. Ja, der holt sich's auch. Ja. Es ist immer so dieses nice to have. Also, überleg dir mal, du kriegst jetzt keine Herzteile oder keine Herzcontainer mehr. Du musst durch die Dark World durch. Jeder Dark World Gegner macht 2 Herzschaden mindestens auf Green Mail. Dann nimmt man dann doch lieber die Blue Mail mit. Ja. Und Tandalus, du könntest aber auch flöten, das wäre wahrscheinlich ein Ticken schneller gewesen als ein Safe Quit. Ja, ich glaube, das ist Muscle Memory. Ich dachte, ich erwähne es mal. Ja, Markham hat's richtig gemacht. Und zack, überholt. Ja. Oh, Tantalus fängt mit Fake-Flippern an. Ja, auch das hätte er schneller haben können, Pilz abgeben, aber ich glaube, das hat er jetzt auch nicht so wirklich auf dem Schirm. Hatte wahrscheinlich schon ewig keine Flöte mehr early gehabt. Hat es dann quasi gefühlt ausgeblendet gehabt. Oder? Nein, der wird den machen. Hoppala, okay. Ah, der will jetzt den Huldin machen, damit er das Geld hat und dann später, Sora mitzunehmen. Ja, aber da hätte man ihm sagen können, dass im Damm versunken 300 Rupees liegen. Ja. Hat ihm irgendwie keiner verraten. Er wird sich gleich ärgern, dass er das gemacht hat. Aber das war halt vorher nie. es ist halt echt ungünstig für ihn. In dem Fall. Aber er geht jetzt auch kleine Pilz abgeben. Dann kann er zumindest mal Safe and Quit machen und den Pilz schon mal ein bisschen sichern. Ach Gott. Fire Rod. Fire Rod, eine zweite Bottle. Mit Blugu. Sumaria. Also, die Cave sollte man nicht missen. Ja, das war schon mal nett für den Anfang. Tantalus geht gleich auf den Berg. Also Display finde ich schon mutig, muss schon sagen. Ich meine, der Opa ist halt nicht in Logik ohne Lampe. Er hat einen Sichtcheck und einen Check. Ich meine, klar, es könnte jetzt der absolute Burner sein, weil er, was weiß ich, den Hookshot noch
rausfischt, dann wäre das Play echt genial. Kann aber auch sein, dass er einfach gar nichts liegt und dann hätte er eventuell, wenn es blöd läuft, hat dann doch ein bisschen Zeit geopfert. Oder er möchte einfach nur den Safe Point haben. Ja gut, das kann natürlich auch sein. Aber wenn du jetzt schon mal den langen Weg hier auf den Berg gehst, dann nimmst du den Rest eigentlich auch noch mit. Sei natürlich, du wirst gleich erschlagen. Weil diese fallenden Rosenkohlköpfe, die tun halt weh in der Größe. Ja. Schmeckt nicht, tun weh. Will mich nicht an. Das ist, ja, ja. Wie gesagt, Ice Rod. Oh. Auch schön. Quasi auf dem Weg. Und 50 Rupees. Aha, die Mondperle im Ferry. Also in Waterfall Ferry. Haben wir Vanilla Flippers? Und da ist das Cape. Ja, auch gut. Das Sorreletsch. Interessant. Ich weiß nicht, ob Makam das holen kann. Aber schon allein das Wissen ist interessant. Ja, natürlich. Wenn auf der Bamba Cave Ledge irgendwas liegt, natürlich. Ja. Und 500 Rupees für einen Herzcontainer. Das ist natürlich auch wieder rausgeschmissenes Geld eigentlich. Aber interessant, dass Tantalus gerade die ganzen Off-Checks macht. Und das waren die Boots. Hätten wir so oder so. Also, Bombrocks sind jetzt bekommen. Ja, genau. So, hätten wir denen ja schon fast Vanilla spielen können. Ja. So, Tantal jetzt ist auch mit den normalen Damm. Ja, und wird sich gleich ärgern, warum er überhaupt den Hoodie Hen aufgesetzt hat. Ich kann ja vorher logischerweise nicht wissen, aber trotzdem. Hat zumindest genug Geld schon für die Dark World. Für Pot oder so. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und könnte sich sogar noch eine extra Potion kaufen, wenn er eine braucht. Ja. Eine Green Goo, gleich kriegt er noch eine Blue Goo. Also durchaus schon angenehm eigentlich. Bis jetzt. Übrig bleibt dann jetzt hauptsächlich noch Eastern. Genau, die Eastern wäre ja ansonsten. Mit der Progression. Ja, ansonsten wird's halt eng, ne? Aber mit etwas Glück für uns kriegen sie die Lampe und ansonsten nichts. Nein, ich bin nicht gehässig. Überhaupt nicht. Ach. Wir wollen ja was sehen. Ja, das stimmt allerdings. Mark kann jetzt auch den alten Mann retten. Ich tippe mal, Tantalus macht jetzt auch noch Icewood Cave und nimmt dann die Out of Logic Water Checks. Ja, aber du, die Moonpearl war ja in der Waterfall Ferry, von daher müssten ja jetzt irgendwo relativ zeitnah die Flippers auftauchen. Oder etwas, was zu den Flippers führt. Richtig. Ja, ich gehe aber eher tatsächlich von den Flippers aus, auf jeden Fall. Wir brauchen definitiv jetzt einen Cluff und einen Hammer noch für Dark World Access. Das muss ja alles dann in der Eastern Area sein. Oder eine Lampe. Stimmt, oder die Lampe. Lampe und Flippers dann. Also Flippers müssen definitiv in der Eastern Area sein. Ja, gehe ich jetzt aber ganz stark davon aus. Oder, was auch ganz nett wäre, von der Logik her nur, ist, wenn die Flippers auf der Pyramide liegen. Ja, gut. Zwar ein bisschen witzlos für uns jetzt zum Zusehen, aber
Ja, gut, aber wenn sie dann vorher noch der Hammer und die Gloves kriegen, ist halt dann relativ. Ja. Dann hat sich das Ganze wieder relativiert. Dann ist es darum langweilig geworden. So, Mark haben jetzt als Erster in der Eastern Area. Ah, wollte den Spin Speed aufsetzen, aber nicht so ganz das Timing geschafft. Aber es ist auch tatsächlich nicht so wirklich leicht. So, Sascha, unser werter Freund, hat hier nichts. Gut. Dann ist dann. Tante Lust jetzt hier. Ah! Ja, das ist tatsächlich nicht so. Das ist tatsächlich nicht so ohne. Mit Somaria und Red Meringue ist es halt tatsächlich gar nicht mal so leicht. Und jetzt hat er halt auch gar keine Bomben mehr. Es reicht halt dummerweise hinten und vorne nicht. Ja, netter Versuch, aber leider nicht so wirklich geglückt. Aber eigentlich sollte Tantalus wissen, dass wenn die Moon Pearl hinter den Flippers ist, dann müssten die demnächst auftauchen. Ich denke mal, rein von der Logik gesehen. Ja, ich denke mal, er wollte einfach nicht noch mehr hier hin. Ja, gut. Wenn wir halt einfach Tens of the Bumble noch mal was ist, dann muss man extra den weiten Weg noch mehr hier hin. Ja, wenn er Glück hat, oder kriegt er noch unterwegs vorher noch einen Spiegel und kann es dann mit Catfish zusammen reinrouten, falls das Cape tatsächlich gebraucht wird. Das ist halt so der Punkt. Wenn man es halt wirklich braucht, kann man es ja immer noch holen. Gehen mit der Flöte, ist man halt schnell wieder in der Zora-Area. Oder vergleichsweise schnell in der Zora-Area. Und da finde ich es mit dem Knowledge halt nicht. Oh. Hookshot! In der Matches. Hookshot, das wäre. Das wäre dann unsere Möglichkeit, auf die linke Seite der Dark World zu kommen. Und für noch ganz, 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 ganz viele tolle Items. Stimmt, der Berg ist ja jetzt komplett. Na, nicht ganz. Hier kommen wir immer noch nicht rein. Ja, aber die ohne Ist-Seite auf jeden Fall. Ja, mein Paradox Cave 7 plus Sichtcheck mit Floating Island plus halt Spiral Cave. Also die Möglichkeiten sind schon deutlich größer, da noch was Nützliches zu finden. Schade, dass wir jetzt keinen Bogen haben. Ja, mal schauen, vielleicht kommt da ja noch so ein French Vanilla Bogen, wäre ja auch mal der Witz des Jahrhunderts. Aber Markham sagt sich auch, er will hier nichts liegen lassen. Er ist jetzt schon mal da, also holt er sich den Stuff. Klar. Besonders das sind ja zumindest die Kiste, kann man ja noch ohne Probleme machen. Auch ohne Lampe ist das eine der einfachsten Darkrooms, die man lernen kann auch. Richtig. Wobei ich jetzt aber auch verstanden zu sagen, hey, ich habe jetzt den Hookshot bekommen, ich habe den halben Berg offen. Ich lasse den Rest einfach liegen und gib ihm. Ja. Hätte ich auch durchaus nachvollziehen können. Mein Tantalus entscheidet sich auf einen ähnlichen Weg zu gehen. Ja, zumindest die Big Chess kannst du ja mitnehmen, wenn du die Big Key noch hast. Ja, da ist man dann doch momentan noch ein bisschen vorsichtiger, auch wenn es absolut out of logic ist. Aber das waren jetzt drei Items, bedeutet, Eastern ist leer. Bis auf das Green Pendant. Bis auf das Green Pendant. Aber das kann man ja sich dann gegebenenfalls nochmal abholen, wenn wir den Mirror haben für Pot. Also ja, genau. Falls man noch Angst hat, dass man da noch was hat liegen lassen. Oder falls das Pad doch noch gebraucht wird.
weil da was Tolles drauf liegt. Aber ich sehe mir erstmal bei Mark kam tatsächlich Paradox Cave, was jetzt die nächste letzte Möglichkeit ist, die er hat. Mein 7 Items ist auch an sich sehr lukrativ, tatsächlich. Ja, das lässt man nicht links liegen. Nee, zumal, wie gesagt, er hat halt nichts anderes Möglichkeit. Ach, guck mal da, die Flippers. Wer hätte ja das gedacht? So, jetzt noch die Lampe. Nein, wir kriegen den Bogen für die Lampe auf Pet oder so. Auf Pet, ja, sag ich. Lampe auf Green Pendant. Green Pendant. Ah, der Bogen. Hey. Weil der Boss ist da mit Firerod in Logik. Also muss man halt schon sagen. Ja. Der Darkroom hat 3 Torches zum Anzünden. Also so abwegig ist die Idee tatsächlich nicht. Definitiv nicht. Und jetzt auch mit der Red Mail sind wir bestens ausgerüstet. Was kann uns schon passieren? Ja, genau. Was kann schon schief gehen? Und zack. Durch. Sprach er Ulkig und es geschah. Ah, Markham erinnert sich daran, noch was nachzuschauen, aber es war nur ein Treffer. Okay. Ja. Das ist jetzt halt tatsächlich etwas ungünstig. Das kannst du natürlich sagen, okay, Lampe wird in dann oder auf dem Green Pendant sein. Du brauchst keine Lampe, du hast einen Firewatch, damit kommst du auch gemütlich durch Acker durch. Ja, also jetzt sollte es klar sein, dass man AK 1 machen muss. Wir brauchen noch ansonsten zwei Items für den Dark World. Wir kommen noch an 1 dran. Ja. Ich meine, die Handschuhe würden nichts rausreißen. Der Hammer würde auch nichts ändern. Nee. Back to the Grog wissen wir auch schon, was da was liegt. Also Mero bringt uns da auch nichts mehr. Fieserweise könnte es tatsächlich noch das Buch sein, ja, was noch Desert aufmacht. Oh, wobei, ja. Hammer würde tatsächlich auch Hera aufmachen, fällt mir gerade so nebenbei akut so ein bisschen ein. Oh, stimmt. Also Hammer würde halt noch Hera aufmachen, aber ja, es sind 2 Items, Desert im Buch wären auch nochmal 2 Items, es ist, ja. Also man kann es drehen und wenden, wie man will, es ist alles doof. Ah, Tantalus holt sich sein Cape ab. Wo will er hin? Ah, Waterwalk aufsetzen. Aha. Interessant. Ja, er holt sich jetzt sein Cape. Warum man jetzt auch immer? Das hätte ich jetzt tatsächlich auch eher aufgeschoben. Wir haben schon das Masterswort, da brauchen wir das Cape nicht mehr. Außerdem, überleg dir mal, wie viel Zeit es braucht, den Waterwalk aufzusetzen, obwohl du Flippers hast. Ja. Wer benutzt er denn nun denn mal? Oh, er nimmt Hobo noch mit. Ah, stimmt. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesehen. Weder von dem einen noch von dem anderen. Den haben wir eigentlich völlig vergessen. Ja, er hat sich da unten auch unter der Brücke gebunkert, damit er ja vergessen wird. Hat sich da ausgesucht. Und zweiten Bummerhorn. Hat sich gelohnt. Man kann sich das auswählen, was man haben möchte, ob man den Leckfreundlichen haben möchte oder nicht. Nur der rote Boomerang ist der wahre Boomerang. Ja, aber tatsächlich auf Tantalus Seite hätte ich das Cape sein lassen und darauf aggressiv drauf zugewartet, bis halt Bamba Cave Ledge was hat. Und dann erst das Cape noch geholt.
Man ja hat sich jetzt noch eine Fee bei der Waterfall Fairy da gesnackt, aber ja. Ich finde jetzt den Weg so ein bisschen arg zweifelhaft, was der da gegangen ist. Ja, also nur für das Cape. Zumindest jetzt. Ja. Ja, es hat ziemlich weit hergeholt. Genau, Hopo, das finde ich noch in Ordnung. Aber ja. Na gut. Aber selbst das hätte man im Zweifel noch irgendwann mal zwischendrin machen können müssen. Ja. Weil das Cape, das bringt ja jetzt Tantalus akut nicht weiter. Es ist nice to have, dass du halt ein Invisibility-Item hast, aber wirklich sinnvoll? Dass du ja, sagst, deswegen meine ich, dass du brauchst deswegen das. Deswegen meinte ich ja, das Hobo mitnehmen finde ich voll in Ordnung, aber Cape Horn jetzt. Na gut, aber jetzt Markham, Green Pendant in der Tasche. Was bekommen wir? Die Lampe. Überraschung. Surprise. Ein Agassiz. Surprise, surprise. Also, dass das jetzt ein Agassiz wird, das war jetzt tatsächlich einfach vorhersehbar ab einem gewissen Punkt. Naja, das Seed hätte wirklich überraschen können mit dem Buch. Ja, tatsächlich. Und wenn ich jetzt gerade mal so in den anderen Streams halt reinschaue, so der ein oder andere Runner hat dann immer die Lampe abgeholt, sondern hat einfach gesagt, hey, ich weiß, wo die Lampe ist. Fuck off, ich mach den ganzen Scheiß ohne. Ja. Tatsächlich, also. Wer sich das sicher fühlt, auch Agar die Darkrooms ohne Lampe zu machen, kann das gerne tun. Gehört ein bisschen Übung dazu. Gar keine Frage. Ja, ich sehe mal, jetzt halt bei beiden halt jetzt keine großen Überraschungen mehr eigentlich, weil Markham wird jetzt hier durch Agatower durchstiefeln. Ich meine, die zwei Kisten haben nur Small Keys, ansonsten keine großenartigen Überraschungen. Kannst ja mal raten, wie viele Blue Balls wird Agat denn diesmal raushauen? Ah, ganz einfach, 15. Ja, das Blöde ist halt, es geht bloß von 0 bis 13. Also 13 nee, 15 ist das Maximum, meine ich. Nee, 13 war das Maximum. Ich meine 15, weil jeder 5. war ja, glaube, ein sicherer. Also nach jedem Start und nach dem, also jeder 5. Attacke ist ein Blitz und jeder Start danach ist halt ein genau. Energieball. Und deswegen dachte ich, dass es 15 wären, die es maximal möglich sind. Aber ich lasse mich gerne auch einen besseren belehren. Auf jeden Fall bin ich für Maximum. Ja, sie soll leiden, leiden. Oh, Tantalus jetzt auf einen Quick Kill an und klappt. Ja. Wunderschöner Armor Knight von ihm. Ja, das bringt mir bloß nicht unbedingt viel. Das ist das Schlimme, also gegen Markham hat er halt wegen diesem Cape halt schon ewig Zeit verloren. Ja, das Routing war ein bisschen fragwürdig, aber ansonsten von der Execution her ist Tantalus ja, natürlich besser als Markham. Und ja, das Spiel hat erst begonnen. Kann sich noch viel ändern. Headseat. Bin immer noch voll dafür. Ja, Tantalus läuft ein bisschen hinterher. Er hatte am Anfang ein bisschen anderes Routing angesetzt als Markham. Mehr auf die exotischen Checks gemacht. Und am Ende hat er wie Markham die Lampe last located. Das ist halt echt blöd, wenn halt Eastern Double Dip halt absolut hard required ist. Ja.
Das ist halt übel. Ey, schon drei richtige und keine Blue Ball. Nummer 4. Ich glaube, dein Wunsch wird nicht erhört. Ne, ich denke auch. Was war denn eigentlich dein Wunsch gewesen? Eigentlich gar keinen geäußert, aber darüber brauche ich mir jetzt auch keine Gedanken zu machen. Weil so viele Blue Balls können jetzt nicht mehr kommen. Null. Oh, null. Das ist für die Runner natürlich immer ideal, null Blue Balls zu haben. Ah. So, Dark World, was hast du für uns? 5, 6 ist auf Turtle Rock und Pot, Pendant auf Ice Palace und Thieves Town. Ja, wir wissen auf jeden Fall schon mal, wo der Ice Rock liegt. Richtig. Und einen Spiegel werden wir auch nicht lange suchen müssen, weil den brauchen wir ja definitiv fürs Swamp. Na gut. Der kann logischerweise auch auf Pet liegen, noch nebenbei. Genau. Im Eastern lag der Hookshot, der uns dann zum Boden geführt hat auf dem Berg. Green Pendant auf Armor's Knights für die Lampe. Genau. Hooray. Heute schöner Götterfunke, der macht auch das Leben richtig Spaß. Und mit der Handschuhe auf der Pyramide haben wir auch schon den ersten Teil, damit wir eben nicht so weit laufen müssen für die Westseite von Dark World. Ja, das Doofe ist halt, dass Turtle Rock halt ein 5-6 Crystal ist. Ich glaube, Pot war es auch, also kein Hammer auf der Pyramid Ferry. Das ist nicht mehr schade. So wie ich das gesehen habe, hatte der Katzenfisch jetzt auch nichts mehr gehabt. Nee. Aber ja gut, Dark World ist halt jetzt offen. Dank den Gloves und dem Hookshot. Wäre natürlich auch immer schön. Ach, die Gloves doch nicht mehr. Die bringen uns ja alleine nichts. Ja, aber Gloves und Hookshot zusammen. Das stimmt. Ach, brauchst du es so auch. Ah, stimmt, du musst ja hinter der Absperrung hin. Genau. Alternativ halt mit den Flossen halt durch den durch diesen komisch giftig grünen Fluss da zu schwimmen. Wird natürlich rein Theorie auch gehen. Da kommst du aber nicht auf die Westseite. Doch, natürlich. Kannst du dann rüber hucken. Du hast ja sonst so. Keine Barriere mehr. So meinst du das, ja. Jetzt sehen wir gleich. Mal gleich, ob die Cape gebraucht wird oder nicht. Und Simsalabim? Nein. Also, Safety. Nächste Anlaufstelle wäre dann Spy Cave. Richtig, genau. Makam entscheidet sich zuerst mal Skyward zu machen. Warum nicht? Können wir auch fertig machen. Sollten nur aufpassen, nicht zu sehr von den Gegnern trollen zu lassen. Ja, solange man im Dungeon getrollt wird, ist es halb so wild. Ja, das stimmt allerdings. Oh, schon mal gleich den Big Key. Ha? Makam geht den Vanilla-Weg. Wenn man gerade da ist, kann man das auch so rummachen. Ja, aber da wird höchstwahrscheinlich ein Small Key drin sein. Sehr wahrscheinlich. Das bringt die Key-Logik jetzt auch einfach mit sich. Oh, was gibt es sonst von Skullwoods? Ein Kompass.
Ja, wie schön. Das wissen wir schon mal, wo der Boss ist. Oh, Sparknet. Oh, ganz wichtig. Ganz wichtig. Schade, dass wir AG1 schon gemacht haben. Und ein Herzteil. Das sind ja schon unsere zwei Items. Ja, das war's jetzt. Wie langweilig. Also in Galwurz ist nichts mehr. Aber ich glaube, in der Bikichis müsste es an uns mal hier drin liegen. Braucht man noch nicht mehr, ne? Rein Theorie nicht. Könnt ihr links den Key einfach klauen. Ja, das wird Markham sicherlich auch gleich tun. Weil er muss ja wenigstens gegen diese scheiß Gyptos nicht noch kämpfen. Ja, das stimmt allerdings. Kann sich die Magie ein bisschen sparen. Ja, eben, genau. Das ist eigentlich ganz gar nicht mal so unangenehm. Ja. Aber im Grunde, wenn man so ein bisschen... Also die Key-Logik in Skullwoods ist halt relativ easy, Gott sei Dank. Oh, der erholt sich den doch nicht. Dann muss er doch gegen den Ägypter antreten. Na, dann wahrscheinlich ausgeblendet gehabt. So, Tantalus jetzt auch in Skullwoods. Wie du sagtest, ein abschließbarer Dungeon, beide mit Redmail. Ja. Macht die Modder nicht ganz so viel Schaden. Die Spikes Wobei. Allerdings schon. Genau, Spikes machen ja True Damage. Also ja, eben genau. In die Rüstung. Richtig. Ja, aber Tantalus hat es... Tantalus. Mark, haben wir jetzt doch noch die Bridge Chest aufgemacht? Naja, da war nur der dritte Key drin. Weil auf der Model kann kein Small Key liegen. Ja. Ich könnte mir auch ganz gut vorstellen, dass man einfach, wenn man weiß, okay, ich habe alle beide Items raus, ich gehe jetzt erstmal runter. Und macht Skullwoods später mit besserem Schwert oder so. Tantalus? Ah, wollte die Magie noch einsammeln. Ja, er wollte eigentlich ursprünglich aus dem oben durch die Keylock Door. Aber irgendwie nicht aufgefallen, dass er keinen Smoky mehr hat. Das war der falsche angezündet. Okay. Mottenkampf. Ja. Der beste Gegner in dem ganzen Spiel. Ach, gegen den Gegner habe ich nichts. Ich habe was gegen den Raum. Ja, wir gehen beide auf den Keks. Wenn du mal gegen Witty in diesem Raum gekämpft hast, dann... Oh, das ist auch furchtbar. Freust du dich. Besonders, wenn man noch keinen Bogen hat. Ich finde es. Ich fand es damals schon lustig. Aber sogar noch mit einer Potion. Ja, ich meine, er hat eine Blue und eine Green Potion, also. Er kann sich diesen Luxus tatsächlich erlauben. Und da ist er down. Bitte Karte. Ja, somit mit 43 Minuten und 20 Sekunden den ersten Crystal in der Hand für eine Makam. Ja, und Tantalus. Super. Tantalus hat ein bisschen aufgeholt. Ja, tatsächlich. Ja, Tantalus lässt sich lieber von der Motte treffen als von den Spikes. Die Modder macht nämlich nur ein halbes Herzschaden. Und das ist jetzt ein guter... Boah, das war close. Ja. Das war close. Das hätte schief gehen können.
aber so bittermäßig schief. So, was finden wir jetzt hier unten so Feines? Ja gut, das müssen wir erst finden. Was brauchen wir überhaupt noch? Wir bräuchten eigentlich nur noch das Mirror, Handschuhe, Hammer. Ja, ich würde auch an deiner Stelle noch mitnehmen wollen. Also sonst wird es schwierig. Ja, Handschuhe, Hammer und Mirror. Ja. Das sind genau die einzigen 30 Items, die wir noch brauchen. Medaillen sind mit uns mittlerweile egal. Na, Markan braucht überhaupt das Cape nicht mehr holen, jetzt wo er den Burner hat. Voll der Burner. Oh, so ein alter Witz. Ja, aber viel wird tatsächlich immer benötigt. Könnte ja fast schon ein bisschen Jetseed werden. Nur fast nur ein bisschen. Ich hatte tatsächlich mal gespannt, was da jetzt noch so in Pendant Town liegt. Mal gucken, ob Markham nach hinten durchgeht. Aber sieht so aus. Ja. Oder? Oder nicht? Nee, sieht nicht so aus. Nee, er geht doch da raus. Er geht doch. Ja gut, Death Warp mit Redmail ist halt schon. Ja. Und ich kann es ehrlich gesagt auch nicht verübeln. Die ersten vier Kisten nimmst du definitiv mit. Aber nach hinten durchgehen. Dann auch noch eine Kiste liegen lassen wegen dem Hammer. Oh. Ja, besonders, er hat halt zwei Items vorne schon raus. Warum dann noch weiter nach hinten gehen? Ich meine, er hat die Flöte. Er könnte zur Not relativ zügig wieder zurückkommen. Wohl andererseits so ohne Hammer und ohne Mitz wird es auch eher schwieriger werden. Also schnell hierhin ist erstmal nicht. Ja. Aber ich meine, zwei Items aus Teeth Town, vielleicht nur ein Item aus Teeth Town rausholen. Wo du dann doch noch irgendwie Digging Game, Hype Cave, gegebenenfalls auch noch Pot offen hast. Ja, besonders Pot, da kommt man auch ohne Hammer relativ an viele Kisten dran. Alle. Aber Tantalus geht jetzt nach hinten. Wow. Halt Angst, irgendwas zu verpassen. Oh, Ticking Game. Auch wieder nicht. Aber ich kann Markham vollkommen verstehen, wenn er jetzt sagt, hey, rennt durch. Das macht durchaus Sinn. Ja. Ihr Pot-Moment liegen, Pot, sag ich, Teeth Town-Moment liegen zu lassen. Aber so wie immer im Rendo, das kann einer aber auch in den Hintern beißen. Ja, natürlich. Aber dann wurde er gerendot. Rendert. Das ist dann halt dumm gelaufen. Ja. Und Kuddel, nach dem jetzigen Stand kann der Hammer in Teeth Town eigentlich nicht mehr liegen. Doch, oder? In der Zelle. Ja, doch. Ist ohne Schlüssel erreichbar. Oh, Halbkämpf mit uns im Metz. Ja, mal kam gute Entscheidung. Aber, na. Läuft. Ich bin ganz kurz im Überlegen. Ja, wir werden es gleich sehen. Ja. Aber ich meine, die
Diese Kiste hier oben, die ist ohne kleinen Schlüssel erreichbar. Und hat einen kleinen Schlüssel. Genau. Er ist zumindest mal, schon mal nicht Hammerlock. Das ist schon mal ein Vorteil. Was heißt hier Vorteil? Das ist ein Band in Tiefster, oder? Ja. Und Tandalus hat sich gesagt, hier muss was drin sein, hier gehe ich durch bis. Oder er spielt tatsächlich auf Pad. Kann natürlich auch sein. Weil mit der Information. Nee, tatsächlich, nee. Vergiss, was ich gesagt habe. Einfach weg, ignorieren. Marker macht jetzt einen Trip nach Maya. Auch ein Dungeon. Ja? Vollkommen abschließbar. Warum nicht? Also Tandalus, für dich hat sich dieser Trip auf jeden Fall gelohnt mit einem Schild auf Blind. Herrlich. Das ist das, was man gerne sieht. Ah. Ihr will bestimmt auch noch das dritte haben, damit auf die Laser Bridge ganz normal hingehen kann. Ja, Holy. Den Gedanken hatte ich dann auch gehabt. Aber Spiegel könnte immer noch auf Dings liegen. Auf Pad. Spiegel ist das Einzige, was wir noch brauchen. Turtle Rock ist zwar ein Crystal, aber wir wissen, wo der Ice Rock liegt. Ja, wir wissen aber auch nicht, wo der Hammer liegt. Weil den brauchen wir auch. Tatsächlich. Abgesehen von Hammer. Aber Spiegel auf Pad wär auch der Brüller. Der Burner. Deswegen habe ich statt der Brüller. Ja. Burner-Chat haben wir schon verbraten. Burner-Joke haben wir schon verbraten. Ja, eben, genau. Aber da bleibt halt auch nicht mehr viel übrig. Weil ohne Hammer auch kein Turtle Rock. Oder Hera. Swamp ohne Mirror ist schlecht. Vanilla Hammer in Pot wäre mal wieder was. Ja. Oh, jetzt darf sich auch Tandalus über seine Mits freuen. Bin ich mal gespannt, was er als nächstes dann macht. Kann natürlich sein, dass er jetzt auch Richtung Pot aufbricht. Weil er hat ja sowieso schon ein ziemlich ungewöhnliches Routing gezeigt. Aber Dark Death Mountain? Ja gut, das kann natürlich auch sein. Sieht sogar fast danach aus. Oh, sieht sogar danach aus. Ja. Also zumindest mal bleibt das. Ja, aber er bleibt auch seiner Linie treu, also. Ungewöhnliches Routing. Ach, man hätte sich da jetzt entscheiden können. Entweder in Pot rein, wo man weiß, dass man es nicht voll clearen kann, außer man findet darin den Hammer, oder halt dann die Mai-Area oder den Berg. Das wäre jetzt der ja. Ja, gut, aber es ist jetzt schon sein dritter Trip auf dem Berg. Und wenn er jetzt halt keinen Hammer und oder keinen Spiegel findet, dann wird es doch ein vierten Trip werden. Natürlich und später nochmal einen fünften. Wenn es blöd läuft, nochmal einen fünften. Müssen wir nicht GT machen. Ja, aber meistens tut man ja Turtle Rock und GT ja miteinander verbinden. Ja, okay. Ich meine, ich persönlich spiele auch wahnsinnig gerne den Berg. Aber ich nur, wenn die Death Rocks nicht da sind. Aber ich hätte mich an Tandalus Stelle wahrscheinlich auch entweder für Maya oder für Pot entschieden. Mein Hammer, der Hammer Pot zu gehen, ist schon
Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber es wäre zumindest mal noch so eine Chance, dass da noch was Wichtiges liegt. Vielleicht wurde ja auch belohnt. Ja gut, Super Bunny Cave hatte ja nichts. Von daher. Nein. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, Spy Cave vielleicht noch mitnehmen, aber ohne Hammer wird das auch eher etwas unlustig werden. Das Buch bei Markham in Meyer. Ja gut, es macht jetzt Desert auf und macht Desert auf. Und wir können das Pad lesen. Jo. Ja, vielleicht jetzt doch nur was mit dem Pad sieht. Who knows? Ich würde mich freuen. Vielleicht ein bisschen. Ja, definitiv. Man freut sich immer über Pet. Ja, das stimmt allerdings. Immer. Auch wenn nichts drauf ist und man es blind sieht. Jetzt gut, die Zuschauer freuen sich auf jeden Fall. Ein Agapet sieht. Oh, man kann. Ein bisschen getrollt von den Medusas, glaube ich, heißen die Diester. Gar nicht nett. Gar nicht nett. Nee. Aber wenn ich mir den Seed jetzt so angucke, der war schon recht leer. Ja, tatsächlich. Wenn man ihn jetzt weiter folgt, müsste man jetzt in Desert reingehen. Wegen dem das würde ich halt tatsächlich tun wollen. Als nächstes. Ist es ein Crystal? Das kann man voll klären. Von daher liegt die Vermutung schon nah. Alternativ kann sie ja natürlich auch noch die Smith Chain machen. Die wäre ja auch noch machbar. Ja, stimmt. Die Frage, ob man das auch tatsächlich will. Und wenn man ganz, ganz abwegig denkt, könnte man sogar ein Ice Palace bauen. Also wenn du wirklich waghalsig bist. So wie Markham gerade mit 2,5 Herzen Master Sword gegen Witty. Ich meine, man könnte einen Burner nehmen. Weil vielleicht kann man zwar keine Spins machen, aber man kann zumindest mal auf diese Augen einhauen. Oh, jetzt würde ich an deiner Stelle kurz da weggehen, weil sonst könnte dieser Schleim gleich ein bisschen schmerzhaft werden. Und damit geht die zweite Bottle drauf mit Queen Goo. Tatsächlich könnte Markham auch einfach nur auf das große Auge draufhauen und hätte dann etwa einen gleichen Effekt. Ich glaube, der braucht dann jetzt nur noch 6 Pfeile, wenn ich das richtig gezählt hätte. Ja, 6 Pfeile. Anstatt 8. Ah, ne, doch nicht. 7. Na gut. Nun denn, Meier abgeschlossen. Natürlich die Frage, was wird jetzt Markham tatsächlich machen? Wird er dem Buch folgen? Oder wird er sich für was anderes entscheiden? Ich fand jetzt seine Idee mit der Smith Chain nicht verkehrt. Und dann gegebenenfalls ein Abschwäche vom Potion Shop zu machen. Ein bisschen nachfüllen. Und ein bisschen Kleingeld hat er ja noch. Ja. Muss nur aufpassen, dass man noch einen Pott reinkommt dann. Ja, aber Markham könnte rein in Theorie noch einen Hulihan aufsetzen. Etwas umständlicher würde aber gehen. Gegebenenfalls auch bei dieser 50 Rupee Cave, dass wir sich 2-3 Mal reingehen, dann ist die Sache auch erledigt. Ja. Würde zur Not tatsächlich auch gehen. Aber er geht dem Buch nach. Kurz Muscle Memory, kurz überlegt. Ja.
nicht ins Portal gehen, sondern direkt in Desert. Geh ja, nicht gut, über halt. Los, ziehe keine 4000 Rupees ein. Ohne Potions in Desert reinzugehen, bei dem Equipment ist jetzt auch nicht wirklich so die Welt. Nee, tatsächlich nicht. Und wie gesagt, es ist halt ein voll klärbarer Dungeon. Also, ja. Why not? Es ist trotzdem interessant. Schöne... Ja. Wäre halt trotzdem interessant, wo dieser verdammte Hammer liegt. Ja. Aber er kann jetzt tatsächlich an den unmöglichsten Stellen tatsächlich liegen. Wie zum Beispiel in Ice Palace. Im Ice Tea Room zum Beispiel. Ja. Aber wir beide haben, also beide Runner haben ja den Sumaria. Da geht Ice Palace wesentlich einfach vonstatten, wenn man den Icebreaker hat. Ja, dafür gehe ich jetzt bei beiden einfach stark davon aus. Ja, denk auch. Das wird jetzt kein großes Hindernis sein für beide. So, Tantalus benutzt das Cape. Beim Cape ist halt das Schöne, dass solange du rumslasht, verbrauchst es keine Mana. Ja, weniger, tatsächlich. Aber das Cape hat halt auch den Vorteil, dass du halt auch Spins machen kannst. Das geht halt beim Burner halt absolut nicht. Ja. Das wird halt bei vielen erfahrenen Runnern dann doch eher bevorzugt. So, Tantalus, wo geht's jetzt hin? Überrasch uns. Hot. Wäre was zum Überraschen. Oh, Pendant Ice Palace. Ice Palace wäre nice. Wäre zumindest mal ein sehr mutiges Play. Ja, und wenn da wirklich was drin ist, Respekt. Nein, aber er wird nach Desert gehen. Vollkommen logisch nachvollziehbar, aber Desert hat ja auch nichts gehabt. Bisher ja. Irgendwie nicht so erbaulich gerade. Ja, man sollte halt wirklich bei der ABCD-Regel bleiben. Orbital Beat Crystal Dungeons. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Oh, lustig. Echt? Ja. Ich fand das, wo ich das gehört habe, so, ja, doch, schon, klar, warum nicht? Macht logisch. Ich kenne das höchstens von meinem Job, da gibt es auch diese ABCD. Aber allerdings noch eine E-Regel. Ah. Da kommt noch ein E mit dazu. Aber nee, das habe ich tatsächlich noch nie gehört, aber gut. ABCD, Oral Speed Crystal Dungeons. Es sei denn, du bist wagemutig. Oder dumm. Oder beides. Lenmo, das Spiel für Mark haben wir jetzt gerade nicht so wirklich mit. Nee, irgendwie nicht. Ja, aber noch einer ist da. Würdest du dich auch von einem Schwert verhauen lassen wollen? Nee. Besonders von dem Jungen mit dem Basecap und dunkle Klamotten. Zwiespältiger Typ. Definitiv. Nee, ich würde tatsächlich in die andere Richtung laufen. Warum lieg ich im Schnee? Ach, bitte,
Oh Gott, jetzt wird's albern. Und Maka macht so, wie es aussieht, ist Miss Chen. Ja. Ohne Spiegel unangenehm. Ja, aber man hat halt auch unangenehme Checks noch übrig. Pot ohne Hammer, Ice Palace, Thiefstown. Na gut, der Berg wäre für ihn rein theoretisch noch machbar gewesen. Ich wäre wahrscheinlich eher im Markhams Fall, beziehungsweise dann gleich Tantalus auch eher Richtung Ice Palace aufgebrochen. Eben weil halt durch den Icebreaker geht es schon echt schnell. Meistens 3 Items könnte durchaus sehr interessant werden. Ja, aber immer noch ein Pendel. Ja, aber wenn du die 3 Items halt in zweieinhalb Minuten raus hast. Und da ist nur ein benötigtes Item drin. Sei es wirklich bloß ein einziges. Dann. Oder machst halt Pot vorher. Ist ein Crystal. Ja, könntest tatsächlich fast alle Items rausholen. Bis auf der auf den Boss. Wird tatsächlich sogar eher in Pot gehen als in Ice Palace. Irgendwie hatte ich in letzter Zeit so miese Seeds gehabt, dass die Progression nicht in Crystal Pot waren, sondern in Pendant Ice Palace. Und seitdem mache ich Ice Palace dann doch eher vorher. Bevor ich dann doch in Pot reingehe. Aber gut. Geschmackssache, glaube ich. Ja, definitiv. Andererseits, ich spiele halt oft miese Seeds und von daher, da ist sowas irgendwie Standard. Maka nimmt sogar komplett die volle Chain mit. Mit der Lunchbox. Also wenn schon, dann ganz. Ganz oder gar nicht. Halbe Sache machen wir hier nicht. Kommst noch. Da muss er sich jetzt aber auch noch auf die Hammerpacks draufsetzen, damit die runtergehen. Das könnte man jetzt aber auch missverstehen. Oh Mann, dieses Kopfkino dazu, das ist nicht gut. Böse ist, wer Böses denkt. Nein. Ja, dann sehen wir wenigstens, was die Lunchbox hat. Und ich meine, Tantalus läuft ihm ja quasi hinterher. Der macht die gleichen Checks wie Markham. Nur mit einem kleinen Unterschied, dass jetzt Markham auf den Berg geht. Ja, auf dem Berg war Tantalus ja schon. Ja, eben genau. Also, vielleicht denkt sich Tantalus, er hat sich am Anfang des Seeds ein bisschen verbrannt. Mit seinem Routing, dass er jetzt denkt, okay, jetzt mache ich das wieder ein bisschen mehr klassisch. Ja, ich freue mich ja immer, wenn die Runner ihrem Spielstil relativ treu bleiben. Ja. Mag ich eigentlich immer sehr gerne. Ziehen es durch von vorne bis hinten. Man wird sich jetzt auch Markham gleich über, glaub, nichts freuen. Kommt ungefähr hin. Geld war da, aber das war's. Ein paar Bömmchen lagen da auch noch rum, aber. Ja, aber nicht das, was man halt an Progression-Items haben möchte. Nee. Weil es waren einfach keine da. Und dann bleibt jetzt natürlich echt die Frage, wo ist das Zeug? Weil so viele Möglichkeiten gibt's ja nicht mehr. Ohne Hammer, ohne Spiegel. Fällt sowohl Hera als auch
Swamp aus. Kann es ja nur ja. Nordpod oder Ice Palace sein. Oh, Tantalus scheint dem Ruf des Pots zu folgen. Ja. Er geht auf den Pott. Er schlägt sich aus schierer Verzweiflung den Kopf gegen den Baum. Und sieht nur Feen. Weißt du, frühere Cartoons waren es Vögelchen, hier sieht man Feen. War die Zahnfee, ist ein Zahn rausgefallen. Aber auch wieder interessant, Mark kam direkt hinterher. Ja. Also die beiden geben sich tatsächlich nicht. Wirklich gar nichts. Das ist keine große Differenz leider drin. Er geht Richtung. Ja, und dadurch jetzt Tantalus in Führung gegangen. Ja, aktuell noch. So, jetzt aber. Der erste Kiste im Bogen, damit wir auf die Baulog-Seite kommen. Moment. Haben wir schon. Bogen haben wir schon. Hammer haben wir noch nicht. Ne, erstmal ein Small Key. Ach, oh, da muss man Potter auch noch ohne Spiegel machen. Oh, Mann, komm. Oh. Nicht das gierige Äffchen verlieren, weil sonst musst du noch mehr zahlen. Naja, hat eine kleine Bankreserve. Ja, trotzdem, gieriges Äffchen. Aber tatsächlich, Tantalus geht direkt Richtung Bolog-Zeit. Das sind zwei Kästen, die man da holen kann. Ja, dass du die früher oder später holen muss, ist klar. Aber vom Routing her. Ich meine, wenn er Glück hat, ist er der Hammer. Wenn er Pech hat und er nach vorne rumgeht, sind da Keys, die er dann braucht für hinten. Also. Ja. Bin aber auch kein Pott-Experte. Der Biki ist schon mal gar nicht mal so schlecht, tatsächlich. Nee. Weil dadurch lässt sich das mit dem Hammer-Jump. Natürlich angenehmer routen. Ja, ohne Spiegel ist halt natürlich doof. Und mit Red Mail macht das Sterben auch nicht so Spaß. Ja gut. Da haben wir ja Gott sei Dank die Spikes mit True Damage, die halt zumindest mal ein Herz abziehen. Aber es dauert ewig. Da hätte er schon auf dem Weg in Richtung schon Dings nehmen müssen, Damage. Ich finde jetzt vom Routing her von Tantalus, das hätte er auch, ich sage es mal, geschickter machen können. Weil jetzt droppt er sowieso runter, landet wieder bei dem Portal ja. Und darf jetzt nochmal im Kreis rennen. Gilt aber auch für Maka. Macht das genau dasselbe. Kann es sein, dass die beiden öfters zusammen spielen? Könnte sein. Weil wirklich, es gibt kaum Differenzen zwischen den beiden. Jetzt im gesamten Spiel nicht so wirklich. Oder sie denken einfach nur sehr ähnlich. Das kann natürlich auch sein. Eigentlich ist es eine und dieselbe Person, die zwei Spiele gleichzeitig spielt. Dann ist er gut. Dann ist er richtig gut.
Weil vom Routing her wäre es hier geschickter gewesen, hier den Hammerjam zu machen, dann durchs Dark Maze und dann quasi so eine Drehung zu machen. Quasi so eine schöne Runde drehen. Um dann. Dann quasi beim Harmless Hairway rauszukommen. Dann muss er nicht nochmal einen Death Bob aufsetzen. Oder nochmal durchs Dark Maze durch. Routing-technisch wäre das halt geschickter gewesen. Apropos Dark Maze. Das ist die letzte Chance jetzt für uns noch was finden. Ansonsten geht's tatsächlich noch nach Eis. Doch noch Vanilla Hammer? Wäre ziemlich ungewöhnlich. So, die letzte Truhe, die aufgemacht werden kann. Und Trommelwirbel. Ein Herzteil. Ach, dann wärst du ja tatsächlich mit Eis nicht schlecht gefahren. Juhu! Aber ich spiele ja nicht mit. Blöd, ne? Jetzt ist es blöd. Spielen und gleichzeitig kommentieren wird schwierig werden. Du kannst dein eigenes Spiel kommentieren. Ja, super. Als ob ich das nicht sowieso schon mache. Ja gut, ich stand da los. Folgt den Ruf des Eispalais. Ja gut, was hat er jetzt noch für Möglichkeiten? Eigentlich gar keine. Also mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein, was er machen könnte. Tatsächlich nichts mehr, ne? Nee. Eispalais ist seine Last Location. Er hat wirklich sonst alles gemacht. Markham kann sich sogar noch entscheiden, ob er Tiefstown macht oder Ice Palace. Ja. Richtig. Na gut, erste Kiste, Small Key ist schon mal ganz nett. Da wird sich tatsächlich sogar der Icebreaker durchaus lohnen. Weil dann kommst du definitiv da wieder raus. Ah, und Schalter um. Ah, okay. Boss machen wird schwierig ohne Hammer. Ja, aber der Hammer, entweder der Hammer oder der Spiegel müssen hier liegen. Ja gut, ein Schwert. Ein Schwert kann man nehmen. Schwert ist nicht schlecht. Ja. Zu drittes Schwert kann man machen. Und Biki. Ja, gut. Suche geht weiter. Ich gehe jetzt einfach stark davon aus, dass der Hammer auf jeden Fall hier drin sein muss. Weil der macht aktuell einfach am meisten auf. Hammer oder Mirror? Eins von den beiden. Ich gehe eher stark tatsächlich vom Hammer aus. Also Hammer ist halt, wie gesagt, das, was jetzt am meisten aufmacht. Ja, aber macht Swamp auf. Macht halt Swamp auf, macht Turtle Rock auf, macht Hammer Packs und noch diverse andere Checks auf. Swamp macht er nicht? Hera. Oh, nee, Swamp nicht. Ja, Hera. Aber wir hätten eine Chance, einen Hammer in Swamp. Ah, da ist Nö. Er. Hey, nice Nö. Team. Sag ich doch, Hammer. Ja. Hammers oder Hammers nicht? Okay, Mark der war Hammers nicht. Okay, der war jetzt schlecht. Und so, nur noch Spiegel für No-Mode. Ja, und Tantalus macht anscheinend auch noch weiter. Eventuell.
Ja gut, es fehlt halt nur noch der... Genau, der. Okay. Damit sind wir durch. Ja, nicht ganz, aber im... No-Mode. Aber Tandalus zieht's durch. Der hat doch den Ice Rod gesehen auf Spectacle Rock. Ja, er sollte. Weil er braucht ja nicht mehr weitergehen. Nein. Er braucht nicht mehr weitergehen. Auch der kleine P-Opening zeigt an, es ist ein Pendant. Er sich übertrackt. Das ist natürlich durchaus interessant zu wissen, ob er sich da vertan hat. Wirklich. Oder er will noch das Powder haben, das kann natürlich auch sein. Powder. Naja, ist zumindest mal ein bisschen Sicherheit, ne? Oder er macht jetzt tatsächlich einen Blind Pet Pull. Boah, das wäre. Ja, wär, nein, eigentlich kann ich mir das auch nicht vorstellen, aber es wäre jetzt echt der Brüller. Ja. Und da muss man ihn jetzt tatsächlich fragen, warum er das macht. Er macht's? Nein! Nein, du kriegst doch die Tür nicht zu. Unglaublich. Na dann. YOLO. Ich hab nichts dagegen. Ganz ehrlich, die Mutti. Na dann. Hau rein. Nerv im deutschen Hack. Probleme. Du sollst ihm doch nicht im Chat schreiben. Oder in seinem Chat. Markan hat anscheinend ein bisschen Probleme mit dem Icebreaker und auf dem Pad sind 10 Pfeile. Yo. Tandalus, das hat sich super gelohnt. Na dann. Jetzt aber Swamp. Ja. Ja, ich glaube auch, dass er den Ice Rod eventuell tatsächlich sogar vergessen hat. Naja. Falls ins Interview kommt, das ist mal etwas, was wir fragen können. Ja, genau, richtig. Warum? Fangen wir auch einfach so auch an. Warum? Tantalus, warum? Ja. Wir können ihn auf Pokadi fragen. Tantalus, du wolltest in diesem Resim nicht gewinnen. Kann das sein? Es wäre eine Frage. Das wäre aber schon echt. Ja. Wäre durchaus interessant, ja. Und damit auch Markham im Go-Mode. Und er sagt sich dann. Oder hat er beides raus? Nee, er hat beides raus. Okay. Nee, er hat beides raus. Nee, alles gut. Er darf. Er braucht das Eisbett, ist nichts mehr. Jetzt kann er die restlichen Dungeons einfach nur noch go-moden. Also Markham, ich finde ja gut, dass du aus Eisfernes raus bist. Aber ich hätte an deiner Stelle doch erst da, Womp und Pot wäre gut. Womp und Pot geklärt, aber ja gut, für seine Vollständigkeit kann es sein, dass er tatsächlich vorher noch den Eisrad holen möchte. Wir haben ja keinen Boss-Shuffle drin, oder? Nein. Und 3 Next.
Nein, 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 ein ganz normales Casual Boots. Auf jeden Fall gab es bis jetzt nur Vanilla Bosses. Gut. Er sucht die Silvers? Fragezeichen? Gut, dass Tantalus jetzt die Kisten auf dem Weg noch aufmacht für Silvers. Also gut, verstehen. Das kann man nachvollziehen. Ja. Das kann man noch. Na gut. Mark kam jetzt als erstes in Tower Fera. Na dann. Ich meine, den Dungeon könnte er ohne Probleme einfach go-moden. Der angenehmste Dungeon zum go-moden allerdings. Vor allem, wenn man den Herapod kann. Ja, eben, genau. Eine einzige Kiste aufmachen. Ja gut, Markham hätte jetzt den zumindest mal das Bomb-Setup für einen Herapod auf jeden Fall mal schon mal versaut gehabt. Ja, voll. Anscheinend kann das halt auch. Hat's ja noch nicht mehr wirklich gut. Er will auch den wahrscheinlichen Biggie haben, damit er Big Chest aufmachen kann. Ja. Also wird es hier jetzt auf jeden Fall nicht go-moden. Oh, und damit Arrestorm für Tantalus. Fällt noch Ott und dann geht's auf den Berg für ihn. Ja. Zum letzten Mal. Genau. Hat er wirklich den Ice Rod vergessen? Oder will er einfach kein Silver scannen machen? Bei Tantalus weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich kann es verstehen, wenn man mit Master Sword noch jede Menge Kisten nachgeht. Weil Master Sword Silverless ist halt schon ätzend. Ja, es ist schon. Es ist halt nicht ohne. Tatsächlich, aber ja. Na gut. Weiß auch nicht. Jetzt aber auch ein Master Sword. Beide verwirren mich gerade. Vielleicht sind wir auch nur die Verwirrten. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich behaupte, mein Nervendeutsch ist dran schuld. Schon ungewöhnlich. Mein Mark kam erst da. Ice Rod holen und dann Hera vor Swamp und Pot und halt Tantalus, der vermutlich tatsächlich, na gut, einfach den Ice Rod vergessen hat oder halt tatsächlich der, hier geht's ja um nichts, ist ja das Weekly. Ja, natürlich, hier geht's nicht. Uns ein bisschen unterhalten mit Patsy, kann ich auch verstehen. Und einen alten Mann einfach verwirren. Das kann natürlich auch sein. Oh gut, ja. Nein! Dann war ich doch richtig, Mark, und hab den Hammer nicht aus Ice Palace genommen. Was? Er ist nach Mero raus. Dann hatte ich das doch richtig gesehen. Echt jetzt? Ja. Sein Menü hatte dann eine kleine Lücke. Oh. Wenn ich das richtig gesehen habe. Scheiße. Also wenn das tatsächlich stimmt, dann ist das mies.
Dann ist das richtig. Das erklärt doch, warum er da nicht in Swamp reingegangen ist. Weil Swamp hat ja nur eine Kiste ohne Hammer. Oh. Ja, er hat den Hammer nicht. Ich muss jetzt ganz kurz bei ihm mal kurz im Stream reinschauen, aber er hat den Hammer auch nicht getrackt. Das heißt, wir haben dich falsch informiert. Du hast uns falsch informiert. Du musst doch aufpassen, was die Leser hier sammeln. Wir erzählen nur unseren Schluss. Nerven, Leute. Ja gut, okay, das ist jetzt natürlich... Ja, aber das macht sein Play halt nachvollziehbar. Ja, aber das ist trotzdem ein riesen Uff. Ja. Ja gut, wenn er den Dings nicht hat, klar. Aber vor allem muss er halt die komplett langen Weg gehen, um die Mirror-Checks zu machen hier auf der Südseite. Mindestens mal kann er sich sicher sein, wo der Hammer nicht liegen kann. Ja. Weil das begrenzt ihn halt schon. Also Hammer-Go-Mode ist halt schon etwas, es wo man sagen kann. Es ist ein angenehmer Go-Mode. Es ist jetzt tatsächlich nicht das Schlimmste. Weil der Hammer halt ziemlich viel lockt. Aber trotzdem, es tut halt weh. Wenn er halt tatsächlich in Eispelz liegt und er ihn nicht holen kann. Oder ihn nicht geholt hat. Und Tantalus ist jetzt hier im Go-Mode. Ja, Mark, haben wir das halt hier richtig enttäuscht werden? Geht es denn dann einen Weg für Swamp, für die erste wirkliche Itemkiste? Und kann das halt, ja. Und wird sich jetzt natürlich fragen, wo ist der Hammer? Aber so wie ich das jetzt bei ihm gesehen habe, im Stream hat er jetzt auch gar kein Item weggetrackt in Ice Palace. Aber ja. Das könnte ihn sogar noch weiter nach hinten bringen, wenn er zuerst Tiefstone macht, bevor er nochmal in Eis reingeht. Weil Tiefstone hat ja den einen oder anderen Check mehr noch. Aber Markham sollte sich aber bewusst sein, dass halt der Hammer nicht auf dem Pad liegen kann. Jetzt für diesen einzelnen Check nach Teastown zu gehen. Nee, er war ja hinten noch nicht drin. Es sind ja ein paar mehr. Ja, aber. Selbst wenn ein Item, was in der Big Chest liegt, jetzt im schlimmsten oder im besten Fall, hat er halt immer nur noch ein Item, wo er drankommt. Aber ja, er wird jetzt wahrscheinlich in Tiefstown reingehen. Ja. Während Tantalus jetzt Total Rock aufmacht. Ja, sowas tut halt weh. Sowas tut halt richtig weh. Ich kann es verstehen, dass man so... ich habe jetzt den Mirror hier aus Eis rausgezogen. Hier wird schon nicht mehr drin sein. Aber andererseits ist es Eispellet, wo die Items dann, wenn sie kommen, dann alle sehr dicht beisammen sind. Ja, das Problem ist... Der Spiegel hat halt nicht so viel aufgemacht. Hätte jetzt einen Hammer rausgezogen und einen Spiegel liegen lassen, hätte ich das ja schon eher noch verstehen können. Aber beim Spiegel
Tja. Markham wurde gerendert. Das ist halt schwierig. Da hätte ich dann doch lieber gesagt, hey komm, ich schaue jetzt noch fix, was das dritte Item ist. Auf dem Boss kann der Hammer nicht liegen. Ja. Er wird sich auf jeden Fall dann ärgern, weil das wird da jetzt sowas von hart last locaten. Ja. Wie gesagt, die Möglichkeiten für ihn sind halt jetzt echt sehr, sehr begrenzt. Ist halt die Frage, ob Markham sein Go-Mode noch abholt, noch bevor Tantalus dann GT beendet hat. Ja, das denke ich schon, weil so viel hat er ja auch nicht mehr offen. Bin jetzt echt am Überlegen, Markham. Was kannst du jetzt noch tun? Fake Powder. Aber hat er nicht den Pilz nicht abgegeben? Nee, der hat den gesaved. Ah, okay. Ja, das ist dann Fake Powder. Ja, es wird ihn wahrscheinlich, das wird ihn dann wahrscheinlich ein bisschen arg ärgern. Ja. Das wird ihn dann schon richtig, richtig ärgern. Ja, jetzt läuft's auch mit dem Fake Powder nicht so wirklich. Hat's aufgegeben. Ich weiß gar nicht, gibt es da noch andere Bedingungen wie leeres Mana? Nee. Es muss leeres Mana, Somaria und der Pilz sein. Oder tatsächlich das Powder. Wenn man nicht genug Energie hat. Kannst du auch Fake powdern, also es funktioniert ja auch. Ja. Gut. Ja, Tantalus rennt hier jetzt einfach durch. Im Go-Mode würdest du das auch machen. Ja. Du brauchst ja an sich nur noch ein paar Keys und das war's für Tagrock. Ja, eben, genau. Und sowieso sind die meisten Kisten eh auf dem Weg. Der einzige, ja, gut, wo man wirklich überspringen könnte, ist die Laser Bridge und die Lava Chest. Und die kann dir auch noch gegebenenfalls in den Hintern beißen. Ja gut, Turtle Rock, Go Mode macht halt zeitlich halt jetzt tatsächlich keinen wirklich großen Unterschied. Das ist wahr, da gibt's das Ding jetzt Go Modus oder nicht, macht tatsächlich gar keinen großen Unterschied. Und macht noch weniger auslassen. Ja, wenn der Big Key drauf liegt, dann auch wieder nicht. Dann relativiert sich das noch mehr. In der Mimic Cave kann die nicht liegen. So. Mein der Ding. Lava Chest. Irgendwie Lava Chest gerade im Kopf gehabt. Ja, davon hatte ich vorher geredet. Mancher. Ja gut, das macht Sinn. Aber die Big Key haben wir ja schon, meine ich. Ja, ich glaube, die wartet sich vorne. Ja. Wie gesagt, wenn halt der Big Key in der Lava Chest liegt, dann, wie gesagt, relativiert sich das mit dem Go-Mode auch noch weiter. Dann ist das alles nur noch relativ. Das kann jetzt natürlich, Markham natürlich voll nachvollziehbar. Macht jetzt hier einen Full Clear in Tiefstown, wird erkennen, dass tatsächlich hier nichts ist. Ja, und auch ohne Hammer in Logik ist. Ja. Aber dort, es ändert nichts dran. Hammer kann nicht auf dem Pad liegen. Fertig.
Das wird halt jetzt für Tandalu, sage ich, für Markham halt jetzt echt mies werden. Ah, da ist auch Winter jetzt bei uns. Hallo Winter und Chichi zu deinem Sieg. Genau. Als erster hat er diesen Sieg beendet. Auch ein Teilnehmer des heutigen Weeklies. Oh, das Big Key Guessing Game hab ich schon wieder komplett vergessen. Schande über mich. Oh. Ja, haut noch fix eine Zahl zwischen 1 und 22 rein. Wo der Big Key liegt. Der einzige, wo er nicht mitraten darf, ist Winter. Der arme Kerl. Ja, er hat den Seed gespielt. Das zählt nicht. Oh, dann muss ich ja auch noch schnell mitraten. Ich sag die 8. Was hast du? Keine Ahnung. Ach, der ist diesmal nicht mit. Keine Ahnung, wo der liegt. Und damit auch schon wieder beendet. Eine Sendung beendet. Nummer 1. Das ist ein Smoky. Oh nein, er hat Bob getötet. Und Markham, freust du dich über ein Schild? Mama hätte er sich wahrscheinlich mehr gefreut. Ich denke auch. Ja, war jetzt. Oh, da ist das dritte Schild, auch schön. Das waren jetzt 5. Awesome Mirror Bridge, Laser Bridge. Gut, das war Nummer 5. Jetzt 6 und 7. Oh, Half Magic. Convenient. Ja, komm, jetzt muss noch ein viertes Schwert und Basil was auftauchen, oder? Dass das Tantalus dann eigentlich alles gemacht hat. Depth Check bei Markham, das haben wir auch noch nicht gesehen. Nee, tatsächlich nicht, aber für ihn ist halt das Pad vollkommen uninteressant. Also ist noch, also sowas von uninteressant. Aber Bombus? Was ist mal jetzt? 8. 9. Nummer 9 war's. Okay, haben wir eine 9? Keine 9. Als nächstes ist die 8 und 10. Was wäre denn ich mit meiner 8? Fickt. Bist disqualifiziert. Ach, Menno. Ja, ich geb zu. Winter hat's mir gesteckt. Aha. Ja. Schon die richtigen. Dafür holt sich jetzt Markham noch seinen Hammer ab. Nachdem ihm halt so ziemlich gar nichts mehr übrig bleibt. Das muss sich jetzt aber auch für Markham echt schlecht anfühlen. Ja. Absolut. Volle Granate. Vor allem, weil ja beide ungefähr gleich war. Boah, da ist ein viertes Schwert da. Da guckt man einmal nicht hin und schon hat Markham Butter. Ja, genau. Weil du das Zählen geübt hast, habe ich gesehen, dass Markham sich das vom Bombus-Tablet abgeholt hat. Ah. Die einen werden gepaddelt. Markham wird geputtert. Ja, und Tandalus. Mutig voran durch das allseits beliebte Gauntlet.
Und Mark kam überlegt, wo, welche Kiste er hat liegen gelassen. Muss ja Eistee gewesen sein, wo der Hammer drin war. Ja, genau. Ja, schade, dass halt jetzt Thandalus halt nicht doch bis Eis Amos durchgegangen ist mit Randorum und dem allem. Schon witzig, ne? Wenn er jetzt da noch die Silvers gefunden hätte, einfach alles gemacht. Ach komm, für uns hat er ein Acker-Pet-Seed gemacht. Ja, das stimmt allerdings. Das ist wohl wahr. Makam lässt sich jetzt noch ein bisschen trollen. Nee, Winter, das ist ja gerade das. Er hat den Spiegel gefunden und ist dann raus. Da ist er, der Hammer. Und ja. Der Go-Mode. Ja, er muss halt immer noch 3 Dungeons klären. Und der fängt mit Pot an. Kluge Entscheidung. Behaupte ich einfach mal. Ja, ich glaube, das macht natürlich mit der Flöte eigentlich keinen Unterschied, ob er jetzt erst sein Swamp oder erst sein Pot rein ist. Tatsächlich. Das gibt sich hier gar nicht mal so viel. In dem Fall. Ich glaube, es wäre auch so oder so egal, wenn so Pot oder Swamp zuerst machst ohne Flöte. Muss ja bei beiden hinlaufen. Finde ich Swamp schon einen Ticken schneller eigentlich. Echt? Erst in Swamp reinzugehen und dann in den Pot? Ja, okay, du musst dann... Ja, gut. Swamp ist halt ein Ding näher tatsächlich. Das ist natürlich auch wieder relativ, was du lieber machst. Das stimmt. Ich will lieber Cross Keys und hab da ganz andere Sorgen. So, aber Thandalus jetzt hier bei unserem Werken zweiten Aggerfight. Lässt sich von ihm auch noch ein bisschen ärgern. Ich weiß nicht, ob er das als Triple gezählt hat. Positiv denken. Ich weiß immer nur, ob er das Triple gezählt hat. Wahrscheinlich nicht. Aber egal. So, ja, letzter Kampf für diesen Seed. Zumindest mal für Thandalus. Ja. Ich darf einfach gegen das große blaue Schweinchen antreten. Dein Vorteil hat jetzt auch das Cape. Ja, ob das jetzt so wirklich ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Ach, Half Magic. Kommt man relativ gut durch dann. Ja, der Red Mail. Ja, aber da hast du immer noch den Knockback. Ja, gut. Aber kuscheln musst du halt trotzdem nicht mit ihm. Wenn Gen sich jetzt schon so nett hinstellt. Oh ja, das ist echt nett. Das waren die ersten beiden Phasen. Ja, und dann nur noch 12 Spins. Mal schauen, ob Thandalus den Touch-Glitch hinkriegt. Dark World.
Kann man da in der Dark World noch offen für die Silvers? Hammerpacks. Hammerpacks? Mimic Cave? Ja, Mimic Cave wäre doch Death Mountain. Stimmt. Hm. Tatsächlich würde mir jetzt nur noch Hammerpacks einfallen, eigentlich, was wir bis jetzt nicht gesehen haben. Für die Silvers. Spike Cave. Oh, Spike Cave ist auch noch ein guter Hinweis, ja. Wäre das nicht dann aber auch Death Mountain? Ich glaube auch, ja. Ach nee, das ist... Dark Death Mountain. Mimic Cave ist ja Dark Death Mountain. Nee, Spike Cave. Manchmal. Ihr verwirrt mich alle. Ja, natürlich. Dafür sind wir da. Und damit hat Tantalus seinen Sieg beendet. Okay, jetzt muss er nur noch über die Brücke kommen. Er muss jetzt noch heil über die Brücke kommen. Oh, ne. Aber jetzt hat er ihn beendet. Damit haut eure GGs rein. Und er beendet seinen Sieg mit einer offiziellen Zahl von 1 Stunde 50 Minuten und 2 Sekunden. Und das ist der 5. Platz in unserem Weekly. Ja, das war ja schon ein interessanter Seed. Besonders Tantalus, der halt einen Old Dungeon gebastelt hat. Ja. Und mit Mirror und Hammer beides in Ice Palace. Oh, Markham hat auch geforfeitet. Miau. Schade. Aber haut doch die GGs für Markham. Ja, auf jeden Fall. GGs. Ja, ich meine, das war ja jetzt wirklich nicht so wirklich, wirklich nett gewesen, muss man schon sagen. Also gibt's. Ich meine, beide Hammer und Spiegel in Ice Palace ist ja schon, ja, interessant. Sagen wir es mal so. Ja, es hört sich auf jeden Fall nicht ganz so angenehm an. Aber sonst war da eigentlich relativ linear. Ich meine, Double Dip ist dann absolut hard required. Ist halt auch schon nicht wirklich nett. Mein Hookshot in Eastern, damit du auf den Berg kommst, um dann den Bogen zu bekommen. Für das Green wieder Pendant. Für das Green Pendant, wo die Lampe hat, damit du Aga machen kannst. Also. Kato, da hast du dich mal wieder selbst überboten. Hättest du mich rollen lassen, wäre es noch schlimmer geworden. Ist das noch. Gut. Ach, guck. Markham. GGs. GG Markham. Ein paar Soundprobleme? Ist schüchtern. Das kann auch natürlich auch sein. Ah, ich hab das Mikro vergessen anzumachen. Ah! Ich höre was. Und Tantalus könnte auch noch dazu kommen, dann kann man mit beide reden. Auch an dich, DJ Tantalus. Dankeschön. Ja, wie fandet ihr eigentlich den Seed? Der war doch richtig nett, oder? Ja, schöner Seed. Ja. Der Hammer war am schönsten. Ja, und ich war schon drin und hab gedacht, nee, da ist der Hammer nicht weiter drin und bin rausgegangen. Okay. Das ist natürlich ultra ärgerlich und Tantalus, du hast einfach mal einen Old Dungeon draus gebastelt. Ja, da war nur noch der Boss und ich gedacht, den machen wir jetzt auch noch. Ich will das Bett sehen, ich will wissen, was auf dem Bett ist. Genau, das aber war meine Frage. Warum? Genau, warum? Aber gut. Hat einfach Lust dazu. Warum? Gut. Ja, vielleicht wäre die Silvers oder der Schwert drauf gewesen, da wäre ich etwas im Vorteil gewesen, aber naja, egal. Ja gut, das fehlte Schwert lag halt auf Bombus Tablet, ne? Markham hat es noch gezogen. Weil ich dachte, da wäre vielleicht der Hammer. Na, ich wollte lieber die Schaufel machen. Die jetzt auch. Ich hab's überlegt, ob ich lieber rübergehe und
Damals schaue ich, nee, die Schaufel ist besser. Schaufel ist wichtiger. Ja, aber ansonsten, den ganzen Sieg über, wart ihr eigentlich immer relativ gleich auf. Habt auch immer wieder die gleichen Checks gemacht, mal in umgekehrter Reihenfolge voneinander. Aber ansonsten, ihr habt euch da tatsächlich nicht viel gegeben. Muss man schon sagen. Und ich meine, Tantalus, dass du jetzt nochmal extra fürs Cape Richtung Zora gelaufen bist, hat mich jetzt schon ein bisschen arg verwirrt eigentlich. Ich hab's für Aga geholt und dann ist mir eingefallen, ich hab doch das Masterschwert, ich bin doch blöd. Ich komm doch rein. Ah, okay. Ich... ist ja nicht so, als ob du den Master schon von an... nicht schon von Anfang an gehabt hattest. Fast. Ja, eigentlich schon. Ja, gut, okay. Das habe ich dann auch gemerkt, wo ich dann das Cape gehabt habe. Ich gedacht, ich habe doch das Masterschwert, aber naja, egal. Ja, gut. Vielleicht kann man es ja noch mal brauchen. Ich gedacht, vielleicht liegt ja was auf dem Bomber Cape oder so. Ja, aber auch das war's nicht. Nee, leider. Aber wie gesagt, ihr beide habt euch eigentlich kaum was gegeben. Der wirkliche Unterschied war halt tatsächlich, als Markham dann überraschenderweise den Hammer im Ice Palace hat liegen lassen. Okay. Das war so jetzt die große Differenz. Ansonsten war ja beide mit hin und wieder ein paar Minuten Unterschied eigentlich gleich auf. Wobei nur eine Minute eigentlich sogar schon eher Sekunden. Ja. Ja. Teilweise weiter im selben Raum. Ja, Malcolm hat sich schon gesteigert, kann man nichts sagen. Ich hatte schon die Vermutung gehabt, ihr beide spielt so oft miteinander, gegeneinander. Wahrscheinlich. Weil da einfach die gleichen Wege gegangen werden. War schon faszinierend. Ja. War wirklich faszinierend. Hab mir vorhin so viele Tipps gegeben, das war's. Ah, okay. Ja. Ansonsten, ich habe eigentlich gar nicht mal so viele Fragen gehabt. Mir fällt jetzt spontan nichts mehr ein. Nö, ja, geht mir genauso. Habt ihr denn noch was, was ihr loswerden wollt? Nö. Wüsste jetzt nichts. Ja, außer, ja. Dass ich erstmal danke für den Reskeeping sage. Danke an Nervendolch für das Tracken. Danke für Katapult aufsetzen wahrscheinlich, oder? Ja, hat aber was. Genau. Und euch zwei fürs Kommen. Da kann ich mich nur anschließen. Danke für alles. Malcolm hat schon richtig gesagt. Gut. Dann Faith? Ja, da kann man sich nur anschließen. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Run. Und damit rüber zum Kowal. Genau, die berühmten letzten Worte des Tigers von nebenan. Danke für alle Beteiligten und schönen Restsonntag und schöne Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.